gekommen. Heute könnte man Geschichte schreiben. So weit ist man noch nie gekommen im Emirates FA Cup. Sowieso nicht. Aber heute kann man noch eine Runde weiterkommen. Gegen West Ham United ist ja schließlich Zielvorgabe. Deswegen wird man schauen, dass man hier seine beste Mannschaft zusammenstellt. Forte wird aufspielen auf der Bank. Herr Obraniak wird nicht mitgenommen werden. Giroud konnte gut aufzeigen im ersten Spiel. Aber Hoang Bowen war auch nicht schlecht. Giroud wird. Kannst du eigentlich auch. Notfalls. Nein, kannst du nicht, aber egal. Giroud wird mitgenommen für einen Einsatz. Statt Maguire Drew. So schaut nämlich aus. Es kostet uns einen Husterer nur. Das werden wir schauen, dass wir das durchbringen. Allerdings, die Leistungen haben nicht gepasst in den letzten Spielen. Muss man auch ehrlich sagen. Aber im Cup ist alles anders. Im Cup kann man auch Überraschungen zeigen. Warum nicht gegen West Ham United? So, hier geht man jetzt defensiv an. Oh shit, Long wollte ich ja passieren lassen. Wurscht. Aber der erste Torschuss gehört West Ham United. Übers Tor. Gehoben den Kopfball. Lazianini, Spiel im Fokus. Haben wir hier angezeigt bekommen. Das war ein Pass. Oh, ja. Den hat Bakali noch da laufen. Der ist ein schneller Mann. Bakali, Hoang Bowen. Oh, der lässt sich den Ball abnehmen. Ja, 17 Minuten gespielt. Man hat noch nicht was gesehen, noch nicht wirklich was von Lincoln City. Ja, genau, da spielt ja Arnautovic. Sozusagen haben wir jetzt ein Österreicher-Duell. Murg gegen Arnautovic. Oh.
Das könnte Ginilli jetzt die gelbe Karte einbringen. Na, gekommen, hey. Oh, der kommt ja noch zum. Alter, was war das für ein Tor, Alter? Das war nicht einmal ein guter Kopfball. Oi, oi, oi. Ja, zu spät gesehen hat er. Und bist du vorbeigesegelt? Alter, bist du jetzt vorbeigesegelt? Echt wahr? Nein. Abgewehrt in das Tor. Ah, bitter. Und die Antwort von Murk. Ginilli kann hier groß aufspielen. Nein, Entschuldigung. Church. Church war's. Super gemacht, Ginilli wurde nicht attackiert, spielte noch den letzten Pass hinein, obwohl er schießen konnte. Diesmal klappte es. 1:1 Ausgleich. Spielt hier einige Spieler aus. Ja, Church, den haben sie nicht gesehen, dass sich der so angeschlichen hat. Somit sind sie wieder zurück. Ein Enthusiasmus bitte, Alter, nicht so. Enthusiasmus, Simon Church! So geht das. Vielleicht sollte ich dann, falls ich als Trainer gefeuert werden würde, als Blattsprecher arbeiten. Oh, das war ein Spaß. Hat. Und wieder geht West in Führung. Alter Vater. Alter Vater. Na, gekommen. Ja, passt schon, Dicker. Ist schon recht. So, Bakali hat jetzt hier viel Platz. Und legt sich den Ball zu weit vor.
ziehen. So, Church auf der Seite. So, Halbzeitstand 2:1 West Ham United gegen Lincoln City. Aber es ist erst aus, wenn es aus ist. Was kann man hier aber machen? Was kann man hier machen? Ja, man muss offensiver werden. Nutzt nichts. Alter, wie hüpft der Ball immer zu innen zurück, Alter. Das gibt's ja nicht. Gelbe Karte für Lovrencic. Gute Freistoßposition. Eckball. Lovrencic, Lovrencic. Schwindelt sich hier durch. Oh, 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 hat sich deiner verletzt. Oh. Nein. Substitution for West Ham United coming off the pitch. Number 8, Jeffrey Kiraten. Coming onto the pitch. Number 14. Oh, das ist mies. Das ist noch mieser. Mm. 3:1 und Lovrencic verletzt. Das ist nicht gut. Ja, da konnte der Torwart nichts machen. Lanzini. Lovrencic verletzt. Das ist Arsch. Das ist sehr Arsch, Leute. Ja, Bakali kann eigentlich auch nicht mehr. Hm.
Sondern schaltet ihr jetzt auch offensiv. Nein, lass ihn raus. Alter, das war abseits. Denke ich mal. Chinili, Chinili! Oh, super Schuss von Church. Murk. So, Lime auf Church. Oh, Alter. Alter, und das war kein Fall. Ja, das denke ich mal, da gleich gelbe Karte. Alter, wie wär's, wenn es mich noch ein bisschen mehr stoßt? Alter, wenn ich das mache, dann ist das ein Elfer. Oh. Oh. Gescheißen, Alter. Nein. Ja, genau, und Elfer auch noch. Das ist euch. Das war's jetzt. Endgültig. Ja. Lincoln City verabschiedet sich aus dem Emirates Cup. Kann ich noch wechseln? Nein, kann ich hier nicht mehr. Ja, das habe ich nicht mehr gesehen. Ich habe eigentlich... Ja, ich weiß nicht, was ich habe. Den habe ich nicht mehr gesehen. Ich war schon konzentriert auf die Abwehr vom Torwart. Boah! Leimer, Ergebniskorrektur.
So, totaler Angriff, jetzt ist eh schon wurscht. Geht's auf, ist Leihwand, geht's nicht auf. Ja, ein Tor mehr oder weniger, ist auch schon wurscht. Jawohl, 4:3. Church. Goal for the visitors. Number 17, Simon Church. So, nach vor. Nein. Oh, ja, 5:3. Jetzt ist es aus. Jetzt ist es vorbei. Vorhin hat die Chance noch gelebt, aber jetzt nicht mehr. Ja, das war's. West Ham United ist weiter. Torreiche Partie, 8 Tore insgesamt. Das waren Abwehrfehler des Torwarts, meiner Meinung nach. Hier durfte Lincoln City kurzzeitig noch hoffen durch den Ausgleich von Simon Church. Aber dann ging es los. 2:1 West Ham. Simon Church, das Tor sieht man auch. Ja, alle Tore konnten nicht gezeigt werden, aber wie gesagt, es waren genug. 5:3 gewinnt hier West Ham United. Deshalb sind wir draußen aus dem Emirates FA Cup. Ich bin der Fangamer. Macht's das gut. Bis dann. Ciao und Baba.